sowieso nichts. Ist immer richtig knackig hier in der Fotze. Ich war mal so gut drin, ich kann nichts mehr. Nichts kann ich mehr. Jetzt kommt hier. So eine Fotze angestellt. Kuhlau. Wer weiß, ich habe da ein schlechtes Gefühl dabei. Einmal nackig und dann verpiss ich mich. Drecksau. Wir haben so auf Nüsse. Was machst du für Zylinder? Ach da. Dödeln. Ausgezeichnet. Dreck Schwanz, du Pissvogel. Und ja, es ist gut. Komm, fick dich. Mann, oh Mann. Ja,
inzwischen. Ach, richtig fotzig. Muss ich doch mal wieder in den Bildzimmer rein. Wieso war das? Gut geklappt, wa? Nicht so frutzig. Test your mind. Jetzt brechen wir wieder ab. Also. Gerade so. Ich bin mal abgebabbeln, abgenuckelt. Da habe ich mir aber richtig halt abgenuckelt, so ein bisschen. Ich kann das nämlich nicht. Was war denn jetzt? Yeah!
Alles normal, so seltsam. Ich weiß es nicht. Ich hab es anders in Erinnerung. Das ist das. Genau. Geht auch kaum mehr wieder, das ist ja auch so anders. Also, wer bist du? Der Mann, der starb, war mein Bruder. Aber ich bin nicht einmal sicher, ob er wirklich tot ist. Ich bin hier, um ihn zu rächen. Und doch denke ich, dass er noch lebt. In welcher Form auch immer. Mir wurde gesagt, wenn ich Überreste seiner Leute finde, würden mich diese zu ihm führen. Warum hältst du jeden für deinen Feind? Jeder in diesem Reich ist ein Feind. Selbst jene, die ich auf der Erde einst Freunde nannte, machen nun Jagd auf mich. Warum bist du in das Ödland gekommen? Weil er seine Freundin retten will. Zum letzten Mal, sie ist nicht meine Freundin. Einer Kriegerin namens Fickfotze. Gefahr durch ihren Klon Melina und eine Kreatur, die Goro. Sie haben ich habe von Goro gehört.
Man sagt, er sei unbesiegbar. Aber er hat nicht gegen mich gekämpft. Deine Freundin hat nicht die geringste Chance gegen ihn. Möglicherweise habe ich mich in euch geirrt. Ihr hättet mich töten können und habt es nicht getan. Ich hörte, wie die Red Dragon über einen Gefangenen sprachen. Wäre es möglich, dass sie Kitana gefangen genommen haben? Falls ja, müsst ihr durch das Ödland durch und den See des Blutes überqueren. Die Seelen derer, die hier sterben, leben weiter. Ihre Leiber werden in diesen See der Verdammnis geworfen. Wie können wir ihn überqueren? Ganz in der Nähe liegt ein altes Boot. Ich könnte es reparieren. Ich bringe euch hin und fordere Goro heraus. Nein. Scheiße.
eine los. Triff ihn. Fight
müssen die Speicher an den Speicherplätzen bleiben. Irgendwie. Ist das Asi, ey. Du Pisser, du. Ich krieg das nicht erwarten hier. Er macht's nicht. Meine Fresse, nee. Geht, Scorpion ist in das Netherrealm entkommen.
Sonst wäre er nie hier. Nur erst mal speichern, weil ich ihn jetzt. Das Wort ist Ödland.